So, liebe Leute, habe die Ehre zusammen und willkommen zurück zu PS3 Demon's Souls Platin. New Game Plus 2. Der letzte vollständige Run. Den müssen wir leider noch. Achso, nee, nicht aufwerten. Reparieren bitte. Jetzt geht die ganze Chose wieder von vorne los. Ist halt so. Der PS5 hätten wir jetzt, wären wir fast durch, ne? Da müssten wir jetzt noch das Northern Regalia machen. NG Plus 2 reicht auf der PS5, nein. Auf der PS3 leider ne. So, mal schauen, ob und wie schnell ich durchkomme, weil es ist nicht immer garantiert. So, der Sprung von NG Plus auf NG Plus 2 ist aber bei weitem nicht mehr so hoch wie von NG auf NG Plus. Das ist nur noch minimal, das ist kein Vergleich mehr, Freunde. Klar, es ist wieder ein kleinen Ticken härter als vorher. Aber wie gesagt, der Sprung ist viel kleiner. Das war von NG 1 auf NG Plus schon viel, viel mehr. So, um Zeit zu sparen, ist ein bisschen Risiko, aber ich versuche jetzt, um Zeit zu sparen, nicht den Shortcut zu öffnen. Schauen wir mal, ob es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Na, alle nicht umgewalzt, aber das ist normal mittlerweile. So, Spießrutenlauf. Okay, das funktioniert nicht. Aha, der Drache kommt nicht, weil... Drache kommt nicht, weil die Welttendenz rein weiß ist, okay? Geht ja gar nicht.
Kann er gar nicht funktionieren. Aber wir haben Soul Ray. Da geht's. Ah ja, ja. Rein weiße Welttendenz. Beide Drachen weg. So, aber den Schwarker brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Bisschen speeden hier. Kann doch nicht der Wahrheit sein. Abflug. Jo, passt, haben wir schon bei Phalanx. Passt, bin ich so, halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Und schön. Ja gut, das nehmen wir jetzt mit, weil dann brauche ich später nicht kaufen. Weil wir brauchen sie ja noch für die Bosswaffen. Wir müssen ja plus 6er Waffen schmieden oder 4er. Muss ich nachschauen. Ich glaube 6er Waffen sind es. So, Nummer 1. Ab zum Nexus, Keilsteine öffnen. Und weiter geht's. So, ich mache jetzt nein, weil es wurscht ist. Ne? Wir haben die Ring-Trophy schon. Völlig egal, wir müssen so oder so weitermachen. Aber jetzt ist es wurscht, wie wir antworten, weil wir müssen sowieso weiterspielen. Aber der Ring des Freundes wäre jetzt verkackt. Rein weiße Charaktertendenz hin oder her. Würde jetzt nicht mehr funktionieren. Jo, will ich. So, da bin ich fertig. 40-40. So, und weil wir sie haben und sonst nichts damit anfangen können, nicht, die meinte ich nicht. Warte mal. Das meinte ich nicht. Wo ist denn? Hier, bestialische Dämonenseele. Die können wir ploppen. Gibt 200.000. Wie gesagt, ansonsten für nichts zu gebrauchen. Soul of the mind, key to life's ether. Jo, bin ich. So, dann nochmal kurz reparieren. Und weiter geht's im Text vor. Nein, nicht dahin. Dahin. Ja, das ist ihr zweites Kinder durchgefetze, Freunde. Ich muss nur noch die Erzdämonen killen.
Das heißt nur, das ist eh noch einiges an Arbeit, so ist es nicht. Ne? Muss ich alle Gebiete nochmal machen. Aber trotzdem. Sage Frake und Yuria brauchen wir auch nicht mehr befreien, das heißt, da sparen wir uns da schon mal ein bisschen Zeit. Der einzige, den wir noch befreien müssen, ist Saint Urbain. Das bleibt nicht aus. Ja, wir müssen ja noch die vier Wunder kaufen, ne? Oder drei, was sind, weiß ich gar nicht. Drei oder vier. Mehr ist nicht. Da ist er. Das mache ich jetzt nur wegen der Armbrustschützen da vorne. Ich muss eh nur hinter diesen Karren da. Da wisst ihr es mir nicht mehr. Die droppen nichts Scheiße, da brauche ich gar nicht nachschauen. Nicht stehen bleiben, weiterlaufen. So, Freunde, nächster Boss. Ging aber schnell wieder, ne? Ja, wie gesagt, wir haben ja nicht mehr einen Teufel zu tun. War ja klar, dass mich die Rübe erwischt. Naja, hat nicht ganz gereicht. Darf geschissen. Da. Ja, ihr fallt ekel um, ihr Deppen. Da schaut sie, schaut sie, schaut sie. Aha, alle tot. Toll, ist so blöd. Und der nächste, bitte. Na gut, Turm von Latria geht jetzt nicht so schnell. Da müssen wir die Schlüssel holen, gell? Na komm, salala. Nächster Halt, Stein von Katakombe. Weil können ja leider ein paar Dorf von Proletarien noch nicht weiter, na, fehlt ja jetzt immer. Das funktioniert leider nicht. Es dauert jetzt hier ein bisschen länger, weil das ein größeres Gebiet ist.
Ja, Sticky White Stuff ist auf der linken Seite, den habe ich mir nicht einmal im ersten Engie geholt, weil ich den nicht brauche. Das ist das, was mir ein bisschen aufhält hier, der Tüll, ne? Na, ihr seht den Schaden, der ist ein Witz, ne? Weil die sind mega unempfindlich gegen Hieb- und Schlagwaffen, aber Stich oder Magie. Na, deswegen nehme ich jetzt das Halbmondfeilchen wieder. Da. Da sind sie mega empfindlich. Entweder Stichwaffen oder Magie. Aber Hiebe und Schläge und stumpfe Dinger, keine Chance. Okay, wir drehen die Ehrenrunde. Sauber, Andi. Ganz gut. Die Minister können mich jetzt auch kreuzweise, weil... Ich habe noch genügend Vollmondgräser und kann man dann auch bei Patches welche kaufen, wenn es ist, ne? Also da mache ich mir jetzt die wenigsten Gedanken. Entschuldigung. So. Und ab zum Nebel. Ja, was soll ich noch großartig erzählen, Freunde? Mir fällt gerade nicht ein, was Sinnvolles. Ist gerade ein bisschen doof für mich. Engie Plus kommt man zumindest noch ein paar Dinge erledigen, die ich im ersten Engie nicht gemacht habe oder nicht machen konnte. Aber jetzt ist es einfach nur noch stumpf durchlaufen, mehr oder weniger, und schauen, dass wir die Erzdämonen besiegen. Ne? Mehr ist nicht mehr. Vielleicht fällt mir noch irgendeine Anekdote ein, keine Ahnung. Wieder gespannt. Ja gut, das ist jetzt wilde Theorie, ne? Sony hat da die Exklusivrechte drauf auf den Namen. Ich bin gespannt, ob vielleicht irgendwann einmal Demon's Souls 2 erscheint. Ich meine, klar, streng genommen ist Dark Souls Demon's Souls 2, aber Bandai Namco kann es halt nicht Demon's Souls nennen, ne? Weil Sony Rechte, ne? Deswegen. Aber, oder Bloodborne 2. Oder komplett neue Franchise, ohne, bitte, ohne Open World, bitte. Mag ich, ne? Mag ich schon, aber nicht bei, ja, bei den Souls Games. Oh, du glitscht, aber was da? Oh, Schonung ist weg, Schonung ist weg, Schonung ist weg. Hören Sie auf, hören Sie auf, hören Sie auf. Ich, möchte das nicht. Na okay, muss ich Soul Ray benutzen, weil alle gehen sowieso nicht. Also die erste Tür ist eh schon da. Okay. Wartzinger, da ist er. Na sehen Sie. Geht doch.
Alter! Oh, das wär's jetzt gewesen. Komm nicht vorbei. Der da ist im Weg. Die Type ist im Weg. Eine Schonung war aber. Ich hätte mich der getroffen, dann wäre es das wahrscheinlich gewesen. Ich kann durchschießen, ja nicht. Wie geil ist denn das? So, was Vollmond Grasal, den nehmen wir schon mit, gell? So. Wenn schon da liegt, ne? Naja, schon her, Freunde, wir sind schon bei der Panzerspinne. Ja, gar nicht so schlecht. Noch schlechtes? Ja, schwer zunehmend im Umkreis, dann nehmen wir die zuerst. Passt. Ah, so ist wieder erwischt. Aber das verbrennt gleich. Ist schon verbrennt. Na, von mir aus. Ja. Naja, passt schon. Habt doch weg da. Schleicht nicht auf. Ja, wir gehen mal reparieren. So, 25 Minuten, dann machen wir noch weiter, Freunde. Flammlurker. B.
Ich gebe keine Garantie, dass ich den First Try schaffe, ne? Weil das ist so einige. Der ist deutlich schwerer. Ja, wir kommen schon gut hin. Wenn ich jetzt nicht sterbe oder zumindest nicht allzu oft, dann könnte es in dem Part sogar reichen, dass wir sogar schon jetzt immer noch killen. In Form des Drachengottes, weil das ist sowieso der lästigste. Also meiner Meinung nach, ne? So. So schnell kann es gehen, Freunde. Wenn wir sonst nichts mehr brauchen, ne? Schon nicht verkehrt. Mit Ausdauer werden. Oh oh. Oh, ich dachte schon, ich häng fest. Okay, geht noch. Ausdauer. Ohne Schonung wäre ich schon dreimal gestorben oder viermal. Alter. Ja, der zieht aber. Wahnsinn. Hängt da komplett fest. Ach komm schon! Das war jetzt scheiße, das war jetzt dumm am Schluss, richtig dumm. Voll festgehängt. Komplett blöd gewesen am Schluss. Das war jetzt dumm.
Das war jetzt dämlich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das war dämlich. Engie Plus war ich besser. Engie Plus war ich viel besser. Das, was ich da jetzt veranstaltet habe, da brauche ich nicht angeben mit. Andi, super. Okay, ich dachte schon, ich fliege daneben. Aber ihr merkt es, Leute, ich werde ein bisschen ungeduldig. Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Ja. Passt schon. So, Andi. Das war eine Etage zu viel. Auf einmal. Komm schon, reiß die zusammen jetzt. Weil den müssen wir dann im nächsten Enge nochmal. Wir müssen ja zum Drachengott, ne? Ja, okay, das war eh null, weil ich so unten im Bossraum verloren vorher. So, jetzt ein bisschen mehr Zeit lassen, ein bisschen langsamer. Nur ein bisschen langsamer. Brav ist er, so. Haben wir da, genau. Ja, wo kannst du das weh, du Koffer? Hey, falsch liegt, da meine ich jetzt runter, gell? Alle. Da. Und schön ist gegangen. Ja, geht doch. Warte mal, jetzt versuche ich mal, ob der Cheese geht. Der noch geht. Na. Bleib du dahinter. Na, dank dem Diebesring dauert es ein bisschen. Alter!
Na, schon wieder! Okay, leg mich doch, du bist in die Fotz gestolpert, das gibt's ja nicht. Andi, was tust du denn? Ja, ich habe jetzt auch nicht die ideale Rüstung auf für Feuerschutz. Ich will jetzt, ja, einen Ring. Ja, gut, kann der noch. Ich kann mal den Zauber noch mitnehmen. Der nochmal vor Feuer schützt, ich weiß. Gibt's auch noch. Dann macht er so gut wie gar keinen Schaden mehr. Aber ich habe jetzt keinen Bock. Ein Wasserschleierzauber, ne? Wäre auch noch eine Option. Ah, jetzt wurscht jetzt. Muss so auch gehen. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Oh, Andi, du bist dumm. Okay, Freunde, ich brauche Pause. Ich mache hier einen Cut. Das ist alles schon wieder schlecht. Das ist Dreck, das ist Kacke. Ich bin voll unkonzentriert. Aber komplett. Vor lauter schnell, schnell, schnell. Hauptsache durch. Das bringt nichts. Habt ihr selber gemerkt, das ist schlecht. Geht gar nicht. Wir machen einen Flame Lurker und einen Dragon God in dem Part nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich mache jetzt eine Pause. Es ist. Na, irgendwann ist der Punkt da. Wo man sagt, Andi, schalt die Playstation aus, hör auf, rauch eine, geh am Balkon raus, mach dann Kaffee oder einen Tee und halt einfach nur die Schnauze. Und der Punkt ist jetzt da. Gut, Freunde, deshalb verabscheue ich mich jetzt für diesen Part. Wünsche euch trotz alledessen weiterhin viel Spaß und Erfolg. Dankeschön, dass du da warst und hoffentlich bis nächstes Mal. Habe dir recht, Servus.